So. Das ist genau die Distanz, wo er sich wieder hinsetzt, weil ich noch nicht nah genug dran bin wieder. Ich weiß, du kommst wieder hoch. Penner. 61%. Habe ich eigentlich noch ein Kupferschild? Ja, ich glaube, das mache ich erstmal. Put. Obwohl, das ist, glaube ich, relativ schnell gleich Oppe. Ja, egal. Konnte ich den Hammer... Das wäre eigentlich geil, wenn ich den Hammer werfen könnte, aber das wäre natürlich ein bisschen... Das wäre natürlich geil. Jedenfalls ist dieses Level schon einzigartig, aber auch einzigartig bekloppt ein wenig. Beziehungsweise einzigartig schwierig, könnte man auch meinen. Und ich komme mir gerade echt gut gelegen hier. Die Quelle. Na, den dritten noch ganz? Schaffen wir das? Ah, wird knapp, das wird... Nein. La, da, da. Wo ist denn der andere eigentlich hin? Es waren ja eben zwei und einer ist... Ich meine, ich war mit dem Zauberschwert, weil ich jetzt nicht unzufrieden vorhin gegen die. Das ist... Soll man bitte nicht falsch verstehen, aber ich gehe nochmal hier hin. Ich dachte, hier kommt vielleicht nochmal wieder der andere hoch. Oder ich hatte ihn schon erledigt, ich weiß es nicht. Man kann auch während man geht die Kamera bewegen, allerdings ist dann die Gefahr auch groß, wenn man zu viel bewegt, dass man dann da hinten rumkommt. Da ist noch eins. Ich weiß nicht, ist das das letzte oder waren das vier von solchen Dingern? Moment. Irgendwas habe ich gerade falsch gemacht. Ich hatte das da hinten als Teekesselchen betrachtet. Eigentlich müssen wir hier nur weitergehen, glaube ich, auf dem Steg. Denn wir sind schon hier in dem Hauptareal. Ja, das hier meinte ich. Das hatte ich vorhin gesehen und hatte es verwechselt. Ich glaube, das war der letzte, meine ich. Oder. Ja. Was auch dazu führt, dass es ein wenig ruhiger ist. Wo seid ihr jetzt hinge... Da ist einer hingetapert. Ne, sind beide. Und setzen sich einfach dahin. Ich finde das so geil. Ja. Ich würde es geil finden, wenn ihr wieder hochkämet. Because I know... Ah. Ich weiß, dass ich euch nämlich noch nicht erledigt hatte. Das ist jetzt keine so starke Waffe gegen die irgendwie. Ich habe eh nur noch drei. Ne, den Arm sollten wir nicht nehmen. Ich könnte natürlich auch die Hähnchen... Ah, die möchte ich aber nicht vergeuden. Oh!
Ich finde es immer so geil, wie er das sagt. So. Oh! So, wir können jetzt gleich den Strudel runter. Ich möchte aber vorher nochmal gucken. Das hier war das, wo wir gerade eben waren, ne? Ne, das war die erste, die wir hatten. Die erste Dingens. Die Erdrune, die wir eingesetzt haben. Kann ich das Auge nochmal... Nee. Es linst immer so ein bisschen durch. Ich meine, es ist nur die Grafik hier. Ich weiß, aber... Es hat den Anschein, als würde es das tun. Jedenfalls gehen wir erstmal runter. Und ich habe mir übrigens was überlegt, was ich im Let's Play auch noch nicht gemacht habe, so in der Form, glaube ich zumindest. Und zwar werde ich dann gleich an einer bestimmten Stelle wahrscheinlich einen Ton einspielen und werde mich jetzt erstmal ein bisschen bedeckter halten. Schauen wir mal. Das ist gut. Sieht auf jeden Fall geil aus hier unten. So, ich bin da mal stiller, ne? Und hier sehen wir was ganz Geiles, guck mal. Einen schwimmenden Elefanten. Beziehungsweise einen tauchenden Elefanten. Benjamin, du lieber Elefant, kannst sprechen und bist überall bekannt. Warum? Benjamin, wir wollen dich gerne sehen. Wir fragen uns, was wird wohl heute geschehen? Benjamin Blümchen, deine Welt ist schön. Benjamin Blümchen, wir wollen mit dir gehen. Benjamin Blümchen, wir sagen Hallo. Wir sind deine Freunde, wir lieben dich so. Tada! Ja, es ist gerade wieder mit mir durchgegangen. Öffne dich, schau mir in die Augen. Da sind wir. Zack! Der geht sofort tot, wenn er ins Wasser fällt, ne? Ist klar. So, ich glaube, das reicht. Ah. Eventuell habt ihr jetzt etwas gehört, wenn ich das technisch hinbekommen habe. Außer Stille irgendwie, die ich für mich hier als solche gelebt habe. In diesem Moment der Form... der Vollendigkeit, der Vollendigung, der Schönheit von Musik. Ja. So, 90%. Ha, es könnte ein wenig eng werden. Gibt hier noch was? Auge? Ich hoffe, da kommen noch welche. Jetzt habe ich echt ein großes Problem. Ihr könntet meine Rettung sein. 3 Stück müsste eigentlich reichen. Ein noch oder 2 noch? Ne. Geht er einfach in den Kabuff hier rein? Nee, doch nicht. Ich wollte gerade schon sagen, das müsste eigentlich das... dachte gerade eben schon, das wäre der Weg mit dem Türchen gewesen, aber war er nicht. Der ist doch hier reingegangen, oder nicht? Bin ich jetzt doof?
Hallo? Da bin ich jetzt abgerutscht. Ohne Scheiß. Also ich, da rutscht man ab. Das könnte mir Alex sogar bestätigen. Da darf man nicht zu weit runtergehen. Na gut, kann ich aber noch mit leben, mit dem Resultat. Oh, perfekt. So, jetzt könnt ihr mich alle an die Füße küssen. Jetzt will ich einfach nur noch den scheiß Geld holen und weg hier. Spuckst du mich noch einmal an? Diese Musik ist für mich medieval, liebe Leute. Diese Musik ist und war für mich seit Jahrzehnten und wird es auch immer bleiben, medieval. Der Inbegriff von medieval. Ich muss auch sagen, die Musik aus Teil 2 merke ich jetzt wieder brandaktuell, könnte man sagen, durch Alex Let's Replay zu Medieval 2. Da merke ich schon, ja, auch die Musik ist echt super. Jetzt muss ich schauen, ich weiß gar nicht, war das hier der richtige Weg? Oder das hier? Ich glaube, dieser hier war das. Hier rüber, ne? Dann hier durch. Und dann hier durch. Und dann hier durch. Und dann hier. Hallo? Ich hoffe, ich habe die Rune. Obwohl, das war ja die, die ich eben eingesammelt habe. Stimmt. So. Wir haben den Seelenkelch. Und, ja, ich würde sagen, das war der See. Doch eigentlich besser geklappt, als ich dachte. Ich habe mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr Bammel gemacht, aber nicht vor dem Level an sich, sondern vor der Möglichkeit, dass es nicht genug Gegner spawnen, damit wir den Kelch voll bekommen. Aber das war nicht so. Jetzt werden wir aber angequatscht. Nein. Auch zum Running Gag mittlerweile dieses Let's Plays verkommen. Diese Befürchtung. Wen haben wir denn jetzt? Die Edelhure nicht. Hier, Dirk, nee, nicht Dirk Schwertschreck, ist er ja gar nicht. Hier, Schildguard, auch nicht. Revenues, ah. Haben wir denn vielleicht auch noch irgendwen anders zur Auswahl, so? Als Alternative zu Revenues. Nein, haben wir nicht. Daniel. Hey, Daniel. Halt die Klappe, so. Ich meine, du schenkst mir was. Das dürfte jetzt der magische Langbogen sein. Genau. Bock. Fast auf Buch gelandet. So. Jetzt, wie gesagt, eins von zwei Leveln. Nein, nicht jetzt, sondern erst in der nächsten Folge von Medieval. An das ich meistens nie denke, wenn ich an Medieval denke. Warum auch immer. Es ist trotzdem ein schönes Level. Ist, glaube ich, eins der Lieblingslevel von Alex. Also, ich finde es auch sehr schön, aber als Lieblingslevel würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Dafür ist es dann mir persönlich einfach nicht genug im Gedächtnis geblieben, aus welchem Grund auch immer. Aber es hat was. Jedenfalls bis zur nächsten Folge von Medieval und tschüss.